Der patriarchale Vater, woher kommt der Vater überhaupt? Wie hat sich das Konzept des Vaters entwickelt? Und wie ist der Krieg, den wir heute in der Welt sehen, entstanden vor sehr, sehr langer Zeit? Und wie können wir den Frieden, der noch älter ist, wieder erschaffen, an den wieder anknüpfen, den wir auch in unseren Zellen tragen? Herzlich willkommen, mein Name ist Carsten und ich habe mich auf das Thema Versöhnung mit dem Vater, mit der väterlichen Wurzel spezialisiert als Coach. Der Patriarch, der Hausherr, das ist eine Rolle, die von Männern erfunden wurde als Notwendung. Irgendwann vor 6.500, 7.000 Jahren. Und ich möchte dir die Geschichte erzählen, wie es dahin überhaupt gekommen ist. Die Begriffsdefinition Pater ist der Vater, Arche ist der Anfang, das Urprinzip, der Ursprung. Und um das zu verstehen, woher der Begriff kommt, Arche, gehen wir zurück ins Matriarchat, auf diese Seite. Patriarchat kommt später. Der Begriff Arche, da denken wir an Arche Noah, an archaisch, an wild. Was ich dir hier erzähle, das habe ich alles gelernt von moderner Matriarchatsforschung, Heidegöttner Abendroth ganz vorn dran, kritische Patriarchatsforschung, Claudia von Werlhoff, Anthropologie, Karel van Schaik mit dem Tagebuch der Menschheit. Das sind so die Quellen, aus denen ich dir das, was ich hier vortrage, zusammentrage und dir eine neue Perspektive auf dieses Phänomen bieten möchte. Der Begriff Arche, Arche kommt von Anfang, Ursprung, Urprinzip, Bogen, Höhle oder eben auch Barke. Arche im Sinne von Arche Noah, da kennen wir das vielleicht her, oder von Mondsichel. Und diese Perspektive Mondsichel führt uns in die alte Denkweise des Matriarchats, wo das herkommt, dass der Mond als erstes Gestirn am Himmel quasi der Ursprung von allem Leben ist. Die Nacht, der Kosmos, das Dunkle, das gebiert sozusagen das Leben. Daran haben unsere Vorfahren für sehr, sehr lange Zeit geglaubt. Der Mond wurde ursprünglich als die dreifältige Göttin betrachtet. Ja, die Göttin und ihr Heros, das ist von Heidegöttner Abendroth entwickelt, dieses Bild. Und das zeigt, der Mond in seinen drei Phasen, der repräsentiert die weibliche Göttin und die Sonne als integraler Bestandteil dieses ganzen himmlischen Kosmos. Ja, der Mond quasi der Neubeginn, der Neumond, der Vollmond und der sterbende Mond, die Göttin, die entsteht, die den Mann einlädt, die heilige Hochzeit feiert und dann wieder absteigt in die Unterwelt. Und der Heros, der Hiro, da kommt das her, der Heros, ihr Partner sozusagen, der geht freiwillig in den Tod und begleitet sie in die Unterwelt. Und daher kommt dieses männliche und weibliche Prinzip, dass die weibliche Seite das Integrative, sie integriert den ganzen Kosmos. Das ist eine formlose Seite, die wir alle haben. Und die männliche Seite, der Heros, der steht für Integrität, der formgebende Teil, der nach außen gehende Teil, der bereit ist, für das Leben zu gehen. Ja, und aus dieser Perspektive möchte ich dich einladen, auf die Sonne zu schauen. Gehen wir die Struktur durch. Patriarchat, Vater am Anfang, ist eine Idee. Ja, Karel van Schaik, das ist ein Anthropologe, der sagt, das ist im Prinzip geniales Marketing, ja, von Männern gemacht. Und warum ist das so? Ja, vor 12.000 Jahren ungefähr, in dieser matriarchalen Zeit, sind Menschen sesshaft geworden. Es gab die neolithische Revolution, die Sesshaftwerdung und der Boden wurde besiedelt im fruchtbaren Halbmond. Das siehst du hier auf diesem Bild. Der Ackerbau hat sich kultiviert und Menschen wurden quasi mit ihren Viehherden sesshaft am gleichen Ort, haben angebaut. Und irgendwann gab es eine Klimaveränderung. Es wurde trocken, die Böden trockneten aus und jetzt gab es quasi die große Frage, ja, Hunger, Katastrophen, was machen wir jetzt damit? Ja, und irgendwann
kamen Männer wieder auf die Idee, wie ganz früher mit Gewalt sich das zu holen, was sie brauchen, um zu leben. Die Männer wurden aufgrund der trocken werdenden Böden eher Viehhirten. Man hat sich quasi auf Viehhaltung spezialisiert. Und als Reiterhirten zogen die dann durch die Welt und haben neue Weidegründe für ihr Vieh erschlossen, gesucht. Und dort trafen sie auf Leute, die schon sesshaft geworden sind. Und klar, dann gibt es Streit, ne? Dann gibt es Krieg. Und jetzt ist die große Frage, Überleben, wie mache ich das? Und jetzt kam die Gewalt, die Konkurrenz quasi, nahm die ihren Lauf. Und jetzt wurde Gewalt aus der Mottenkiste wieder hochgeholt und zur Kultur erhoben, zur Kriegskultur. Ne? Ich überlege, wie ich strategisch mehr Waffen, mehr Leute, mehr Kämpfer, mehr Reiterhirten sozusagen um mich herum versammle, um den Nachbarn zu überfallen, das wegnehmen, was ich gerne haben will und dann bei mir zu integrieren. Das hat dazu geführt, dass die gesamte Gesellschaftsstruktur, die im Matriarchat über zehntausende Jahre, ich habe hier 60.000, das müssen noch mehr gewesen sein, Jahre, und alles, was da gewachsen ist an Struktur, was in vielen Gruppen, in vielen Menschenherzen drinsteckt, musste irgendwie komplett umgedreht werden, um mit Gewalt den Krieg zu kultivieren und diese Idee von Wachstum in die Welt zu tragen. Wir gehen mal die Struktur durch. Also Spirit, ne, der Glaube daran, dass alles mit allem zusammenhängt, die kosmische Herkunft aus dem Weiblichen, aus der Mutter, wurde gedreht. Es gab jetzt plötzlich einen monotheistischen Gott. Es wurde alles auf einen Gott bezogen. Die Sonne, der Sonnengott, ne? Wir kennen das von Jesus Christus, ne? Der Sonnenkönig, der kommt dann irgendwann mit dieser auf- und untergehenden Sonnenwende ins Licht, ins Leben. Und diese Denkweise, dass alles über einen Gott sozusagen kanalisiert wird, übersetzt wird, das ist patriarchales Denken. Energetisch passiert da Folgendes. Wir haben in dem anderen Video zum Matriarchat, da habe ich das länger erklärt. Wir Menschen sind eingebunden als Energiewesen in ein großes Feld. Wir sind von Energie durchströmt, durchsetzt. Wir haben einen männlichen und einen weiblichen Teil, der uns durchströmt. Und wenn du dir die Chakren anguckst, na, ich besetze quasi das Kronenchakra mit einem Übersetzer, mit einem Priester und das Wurzelchakra, die Anbindung ans Ahnenfeld, an das, was früher war, was durch uns hindurch schwingt, das schneide ich auch ab, indem ich die Hölle draus mache, na, aus dem Uterus, aus der Höhle, wo das Leben herkommt im Matriarchat, wird jetzt die Hölle, Oberwelt, Unterwelt. Und mit dieser Zange wird sozusagen das Volk geführt. Das ist im Grunde eine sehr intelligente Lösung. Und diese Religion, diese Betrachtung der Welt ist halt in unseren Zellen auch drin seit 2000 Jahren. Und das Matriarchat, wo wir herkommen, die friedliche Kultur ebenfalls, wir haben beides in uns. Also lineares Wachstum. Das Weltbild linear, ich muss mehr Waffen, mehr Gebiet haben, mehr Macht, um das Überleben zu sichern. Im Grunde eine Notwendung, die halt Grenzen hat. Na, wir leben jetzt in einer Zeit, wo das Konzept an seine Grenzen stößt und wir uns selber vernichten. Wie geht's weiter? Der Naturbegriff im Patriarchat. Na, wir kommen aus einer Kultur, wo Natur verehrt wird. Bäume, Flüsse sind Gottheiten, Naturverehrung. Jetzt haben wir Naturverkehrung. Wir müssen die natürlichen Prozesse quasi umdrehen, um dieser Idee von Wachstum, von mehr zu folgen. Und das, was ich dir jetzt erzähle, kommt von Claudia von Werlhoff, eine kritische Patriarchatsforscherin. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Die Verkehrung dessen, was wir kennen, das ist so tief in unserem kollektiven Unbewussten drin, dass wir das überhaupt nicht schnallen. Ja, wir haben gar keinen Zugang dazu. Ich komme später drauf, woran das liegt. Natur wird quasi untertan gemacht. Na, der Mensch, ja, ist die Krone der Schöpfung, setzt sich selber die Krone auf. Deshalb bekommt er auch Corona, ne, weil er die Krone sich selber aufgesetzt hat. Und Bäume sind
ein Produktionsgut, ein Ding, was ich abschneide und dann ist es erst was wert. Ja, der Baum an sich, wenn er im Wald rumsteht, wird nicht mehr verehrt, sondern höchstens angeguckt. Ja, und die Maschine, die Technik wird zur Kultur erhoben, na, die Maschinisierung, ich erschaffe quasi, indem ich erstmal töte. Ja, Mortifikation. Ich mache erstmal alles tot, alle Materie, dann rühre ich ein bisschen rum, mache so einen Brei draus, Alchemie, nennt Claudia von Werloff das, und dann wird was Neues draus erschaffen. Und diese Denke, dass wir quasi die Natur unterwerfen und eine bessere erschaffen wollen, das ist aus dieser Dynamik heraus nur zu verstehen. Schneller, höher, weiter, beherrschen und am besten das Weibliche, ja, diese fühlende, mitschwingende, den Kosmos vereinende, integrierende Seite unten halten. Klein machen, kaputt machen, auf den Scheiterhaufen beschneiden, was immer. Oder als Hausfrau einsperren. Gut. Was passiert, wenn ich Gewalt einsetze? Mit Gewalt wird eine Struktur erschaffen, die das Lineare trägt auf lange Sicht. Und das mache ich mit der ganzen Gesellschaft. Wir gehen zum nächsten Bild. Ich habe dir hier mal den Zusammenhang hingemalt. Der Mensch, du und ich, wir stehen in dieser Denke. Ja? Wir stehen auf dem Boden und sind trotzdem durchdrungen von Energie. Wir stehen auf Mutter Erde und sind über die Mutter Erde und Vater Himmel. Wir sind sozusagen verbunden mit allem. Das soll diese Sicht hier darstellen. Ich blende nochmal kurz das Bild ein mit den Chakren. Das ist die Quelle, wo das herkommt. Das heißt, wir sind Energiefelder als Menschen. Wir sind durchdrungen von Energie. Die geht durch verschiedene Chakren hindurch. Das sind Wirbel in unserem Energiekörper. Und es gibt im Yoga die sogenannten Nadis, die Energiebahnen, die unseren feinstofflichen Körper durchdringen und eine männliche und weibliche Qualität haben. Das haben wir alle. Und diese Energiebahnen, diese Lebensqualität, die uns durchdringt, die benutzen wir oder eben nicht bei allem, was wir tun oder lassen. Wenn Kinder genormt werden, wenn Kinder gezwungen werden oder wenn Frauen genormt werden, gezwungen werden, Männer natürlich auch, dann passiert Folgendes. Wenn Gewalt eingesetzt wird, ja, der Teppichklopfer als das Mittel der Wahl, das kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr in den 60er Jahren groß geworden seid, das ist über Jahrhunderte ein Mittel gewesen, um Kinder zu disziplinieren. Wenn Gewalt eingesetzt wird, das kleine Kind, in einem Konfliktfall, was kann es machen? Flucht, Kampf oder Starre. Die drei Optionen gibt es im Konflikt. Flucht kann ein Kind abhauen, im Keller, nee, kann es kämpfen, nee, ist zu schwach, es geht in die Starre. Und wenn wir in die Starre gehen, um eine traumatische oder eine sehr schmerzvolle Situation zu überleben, gehen wir aus dem Körper raus. Wir sind steif, ja, wir halten das aus, bis vorbei ist. Und dann gehen wir aus dem Körper raus und wir dissoziieren sozusagen, Dissoziation und der Schmerz, diese Ungerechtigkeit, ja, wo wir eigentlich toben, schreien, abhauen wollen, aber nicht dürfen oder können, das verkapselt sich energetisch als ein Trauma, als Wunde. Und wird sozusagen von der Norm eingefangen. Wir haben in unserer Kultur Glaubenssätze, Leitsätze, die uns das Zusammenleben überhaupt erst möglich machen. Wir sind normiert. Ja, die Norm. Gewalt wird als Kulturgut legitim eingesetzt und ist dann gehört zur Norm. Und als Kind, was machst du? Du übernimmst dann die Glaubenssätze. Ja, das Leben ist hart. Das Leben ist kein Ponyhof, man darf dies, das und jenes tun. Und so entsteht ein, wie so ein Käfig. Ich habe das mal hier dargestellt. Ja, so ein Kopfknast, sage ich dazu. Das sind die Glaubensvorstellungen, die in uns reingetrichtert werden, um in dieser Welt gut zu funktionieren und das Patriarchat auf lange Sicht aufrechtzuerhalten, mit allen Konsequenzen.
Und wir denken dann, wenn wir erwachsen sind, wir gucken raus in die Welt und merken unsere Begrenzung nicht mehr, weil sie unbewusst sind und bewusst wirken, durch das Feld hindurch, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Unser Kopfknast. Den hast du, den habe ich, den haben wir alle. Und die Frage ist, wie gehen wir um damit? Haben tun wir ihn, ablegen ist schwierig. Wie du siehst. Was passiert jetzt weiter? Der Einsatz von Gewalt verändert das Erbgut, wissen wir heute aus der Neurobiologie. Ja, die DNA verändert sich und das wird quasi in unser System übernommen. Und wir wissen heute, dass Gewalt, wenn sie gesellschaftlich dich umgibt, wenn sie quasi überall zu sehen ist, das durchdringt dich, eben wie ein Energiefeld. Und das verändert die Disposition, wie deine Proteine in deiner DNA sozusagen die Information ablesen. Und das übernehmen wir, das lernen wir und Schmerz wird vererbt. Und jetzt gibt es ein ganz altes energetisches Grundgesetz, was unsere Vorfahren über Jahrtausende beobachtet haben. Diese Energie, die bleibt erhalten, die bleibt im System erhalten, im feinstofflichen Körper. Wenn ich nicht weinen darf, dann sinken meine Tränen in einen Schatten, ins Unbewusste. Ja? Es entsteht Schatten, Schuld, Scham, Schmerz. Das sind Konzepte des Patriarchats, die gab es vorher nicht. Ja? Ein schuldiges Kind mit Erbsünde und so weiter. Sondern Kinder waren wiedergeborene Ahnen, ne? Die wurden verehrt. Heute werden Kinder betrachtet als Objekte, Subjekte, um das System am Laufen zu halten. Und dieses Leid bleibt auf energetischer Ebene wie so Knoten, bleibt das hier stecken in deinem feinstofflichen Körper und du schleppst das mit und du übernimmst das von den Ahnen, ja, wenn es nicht beweint ist, und dein eigenes Leid kommt dazu. Und in der Traumaforschung sagt man Leitcontainer, im Märchen ist es das Tränenkrüglein. Und ich habe mir was anderes überlegt. Ich sage dazu Leitfass. Na, alles, was nicht zu fassen ist, weil es so traurig ist und du möchtest weinen, du möchtest schreien, aber du darfst nicht, weil ein Junge nicht weint, weil ein Indianer keinen Schmerz kennt, weil ein Mädchen sich nicht so anstellen soll, ja, soll mit Puppen spielen, soll dies, das, jenes machen, soll einfach still sein, weinen ist nicht. Und dann sinkt dieses Leid, diese Tränen, die rollen sozusagen an der Innenwand deiner Seele und in diesem Fass werden die gespeichert. Das ist ein Angebot, um das zu verstehen. Und dieses Fass, ja, das schleppen wir mit uns rum und das übergeben wir an die nächste Generation, und dieses Erbe können wir nicht ausschlagen. Wir haben das. Ja. Und ich bin Jahrgang 66. Ich bin ein Kriegsenkel. Und diese Kriegsenkel, Kriegskinder-Diskussion, das ist in den letzten 10 Jahren, nimmt das so Fahrt auf. Und ich möchte an der Stelle einmal meine Eltern ehren, meine Großeltern ehren und sozusagen den Blick erweitern auf das ganze Thema Krieg, was uns seit 6000 Jahren einfängt und über dieses Thema unbeweinte Tränen möglicherweise sich auflösen kann. Weil wir haben es, gell? Ob wir es wollen oder nicht, wir haben dieses Fass. Wir tragen das mit uns rum. Wir haben zwar die Hände frei, aber es zieht uns, es zerrt an uns. Und unser Job, du und ich, in diesem Leben ist es, zu gucken, was ist das, wie können wir da reingucken, und wie können wir das Traurige sozusagen auskippen. Und damit transformiert sich das. Wie können wir den Schmerz beweinen, wirklich betrauern vom Herzen her, was uns bedrückt, kollektiv. Wie wir umgehen mit uns selber, wie wir umgehen mit unserer Umwelt, wie wir umgehen mit den Tieren, mit unseren Mitmenschen und so weiter. Die ganze Kette, die uns betrifft. Über den Schmerz, über die Betrachtung, über das Anerkennen transformiert sich das. Also, dieser Kreislauf ist quasi, der ist stabil und dieses Leid, der Schmerz, der wird im Außen reinszeniert. Ich merke das nicht, du merkst das nicht, wir reinszenieren das im Außen, indem wir selber Gewalt anwenden. Auf ganz vielen Ebenen. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist, fahr auf die Autobahn
oder setz dich in dein Auto, fahr einfach in den Straßenverkehr und guck, wie viele Arschlöcher du siehst. Genau. Viele. Und das hat was damit zu tun, dass über den Mechanismus der Projektion wir das, was in uns drin steckt, auf etwas anderes im Außen projizieren. Und ein Arschloch im Straßenverkehr ist eine super Projektionsfläche. Ja, oder mein Chef, der schreit, der Idiot, kann ich schön drauf projizieren und merkt nicht, dass es eigentlich meins ist. Also Zusammenfassung zu dem Thema Schmerz. Ja, der ist in der Matrix, da steckt auch die Mater drin, ja, ist er enthalten, der geht nicht weg, der lädt ein zum Transformieren. Und über das Reinszenieren im Außen werden wir quasi immer eingeladen, da neu drüber nachzudenken. Oder wir befüllen halt das Fass und es wird nie leer. Ja, die Wahl haben wir. Und das Reinszenieren im Außen sehen wir dann, wie wir mit Natur umgehen. Ja, wir schmeißen die Bäume um. Wir haben Maschine am Start. Wir wollen alles maschinisieren. Ja, die ganze Welt soll Maschine sein. Internet überall. Maschine erfindet sich irgendwann selber, künstliche Intelligenz, und wir werden irgendwann nur noch als Marionetten da gesteuert von etwas, von Kräften, die im Grunde am Krieg interessiert sind. Kommen wir später drauf. Jetzt gehen wir zurück zur Gesamtstruktur. Mit dem Wissen, wie Gewalt funktioniert, was für Auswirkungen das psychisch hat, gehen wir nochmal durch die Gesamtstruktur durch, um zu schauen, wie der Wechsel vom Matriarchat zum Patriarchat stattgefunden hat. Frieden als Kulturgut, ja, im Matriarchat der Frieden als erste Kulturtechnik überhaupt. Frieden wurde von den Frauen quasi erfunden, um das Überleben in der Gruppe zu sichern. Die Patriarchen haben den Krieg draus gemacht. Das gleiche Prinzip steckt dahinter, eine Notwendung. Ja, erst haben wir versucht, die Gewalt der Männer unten zu halten, um als Gruppe zu überleben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Nach der Klimaveränderung braucht es Gewalt, um zu überleben, um den Nachbarn zu überfallen. Also auch eine Notlösung mit dem Unterschied, dass sie insgesamt in den Untergang führt. Die spirituelle Seite, das Einheitsbewusstsein ins Bewusstsein der Trennung. Der Mond wird abgelöst als erstes Gestirn am Himmel. Der Nachthimmel ist nicht mehr das, wo die Leute dran glauben, sondern die Sonne, die Sonnengötter nehmen ihren Anfang. Die Welt der Göttinnen wird abgelöst durch die Welt der Götter. Das Weltbild vom zyklischen Weltbild an der Natur quasi beobachtet. Na, Geburt, Leben, Tod, alles hat einen Zyklus, genau wie der Mond seinen Zyklus hat. Hin zu einem linearen Denken. Wachstum, ich brauche mehr. Ne? Mehr Waffen, mehr Leute, mehr Munition, mehr Technik, um den Krieg quasi besser führen zu können. Lineares Weltbild, Wachstum. Naturverbundenheit, aus Naturverehrung wird Naturverkehrung. Ich habe kein Herz mehr für die Natur, für Mutter Erde, für meine ursprüngliche Anbindung, sondern der Logos, der Geist, die männliche Seite dominiert, die weibliche ist unten. Und wenn ich nur im Denken unterwegs bin und nicht mehr fühle, verliere ich den Kontakt zu allem, was mich umgibt. Die innere Natur des Menschen verändert sich. Es gibt den Anthropologen Karel van Schaik, der spricht von der ersten, zweiten, dritten Natur. Die erste Natur, das ist sozusagen die humane Konditionierung, die wir alle in uns haben. Die ganzen Emotionen gehören dazu. Freude, Leid, Liebe, Hass ist in der ersten Natur verankert und das Konzept der Doppelmoral. Das bedeutet, psychisch sind wir so ausgestattet, dass wir zwei Moralbilder haben. Eine Moralvorstellung nach innen, ja, Loyalität zur Gruppe, die Gewalt wird unten gehalten. Ich schütze meine Familie, meine Sippe, meinen Clan, meine Gruppe. Und wenn ein Feind von außen kommt, Außenmoral, dann wird der bekämpft und im Zweifelsfall getötet. Und der Trick der Psychologie ist es, dass da kein Rest bleibt. Das ist fair irgendwie. Ne? Wenn der kommt, muss er damit rechnen, dass er stirbt. Und diese Doppelmoral haben wir aus dem Tierreich quasi in uns aufgenommen und die ist heute noch da. Die zweite Natur ist die Kultur, alles, was wir an Kulturtechnik
übernommen haben oder gelernt haben und weitergeben an unsere Nächsten, an unsere Kinder. Und aus dem Matriarchat haben wir Frieden als Kulturtechnik. Es macht Sinn, den Nachbarn zu schonen, mit dem einen Deal zu machen, mit dem auszukommen, weil der im Zweifelsfall mich ernährt, wenn die Ernte mal schlecht ist. Ja, Frieden. Und nach der Klimawandlung vor 6000 Jahren Krieg als Kulturgut. Ich muss den anderen klein machen, fertig machen. Besitz als Kulturgut sozusagen in meinen Kopf hineinnehmen. Und es kommt eine dritte Natur hinzu, die Vernunft. Ja, wie mache ich das vernünftig? Wie organisiere ich Gesellschaft vernünftig? Und dort hat die Bibel eben einen großen Stellenwert, weil sie einen Verhaltensrahmen, was vernünftig wäre, versucht anzubieten, nachdem Menschen sich richten, um irgendwie miteinander auszukommen. Und so sind eben Dinge vernünftig. Ja, der Logos, die männliche Seite, die dominiert und die weibliche wird eben unten gehalten, damit niemand mehr aufmuckt, wenn Mutter Erde fertig gemacht wird. Das führt zur Normierung von Kindern. Kindern sind keine wiedergeborenen Ahnen mehr, sondern eben Wesen, die man großzieht, um die Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Der patriarchale Vater ist ein Hausvater. Das heißt, erst hat er im Clanhaus, im Haus der Mutter gelebt und dann wurde das Konzept des Hausvaters erschaffen, die Kleinfamilie, die diskontinuierlich ist, keine Kontinuität mehr. Erst war die Mutter das Oberhaupt der Familie, dann kam der Vater mit dem ältesten Sohn als Erbfolge. Und ein Interesse bestand, den Besitz zu halten, das Ideal des Hortens zu kultivieren und über den ältesten Sohn die Familie sozusagen weiterzuführen und den Besitz zu mehren. Ja, da gibt es die Zweckehe, die Zwangsehe, die mit dazukommt. Und die monogame Ehe entstand. Im Matriarchat gab es die Besucherehe, das heißt, Frauen und Männer haben im Haus der Mutter gelebt und die Frauen haben die Männer als Geliebte gewählt zu Besuch. Die kamen zu Besuch, waren Fremde und die blieben über Nacht, gingen am nächsten Tag wieder oder blieben ein paar Tage und ein paar Wochen, waren aber nicht Teil der Familie, sondern Intimität im Außen. Intimität außerhalb der Familie, im Matriarchat, im Patriarchat, monogame Ehe, Intimität innerhalb der Familie. Die Gewalt als Mittel der Wahl, um Gesellschaft auf allen Ebenen zu durchdringen, politisch von einem Rätesystem, wo alle gehört werden und eine Kultur des Konsens quasi dazu geführt hat, dass jeder mitreden konnte bei einer Entscheidung und eine Entscheidung erst dann gefällt wurde, wenn sie von allen geteilt wird, Konsens auf dieser Seite im Matriarchat, hin zu einer Mehrheitspolitik, das ist der Fächer, ja, das Spektrum im Parlament, linke Seite, rechte Seite, in der Mitte die anderen, und es wird dann farbig, bunt und gleichzeitig ist der ganze Kreis eben nicht enthalten. Es gibt viele, die nicht gehört werden und das Unerhörte sinkt in den Schatten, ja, und von dort aus agiert es. Und das kennst du von dir selber, wenn du nicht gehört wirst, wirst du irgendwann sauer und gehst auf die Straße. Das Volk stimmt dann mit den Füßen ab. Entweder es wandert oder es geht auf die Straße und agiert. Und davon haben natürlich alle Angst, weil dort so viel Gewalt mit ausgekippt wird, dass es nicht mehr zu regulieren und zu halten ist. Deshalb versucht die Politik, das unten zu halten. Ökonomie, das ökonomische Denken im Patriarchat ist am linearen Weltbild angelehnt, mehr, eine Kultur des Mehr, eine Akkumulationswirtschaft. Das heißt, Dinge werden gehäuft, gehortet, es wird mehr gemacht, es entsteht eine Überproduktion und aufgrund dieser Dynamik ist überhaupt Wachstum erst möglich. Im Patriarchat gab es eine aus Subsistenzwirtschaft geprägte Ökonomie des Schenkens, Kreislauf der Geschenke, und man hat halt nie mehr produziert, als man braucht und immer geguckt, dass es gut wächst, dass es gut nachwachsen kann, um im nächsten Jahr was zu haben. Und letzter Punkt, die Psychologie, die
Schatten, die wir mit uns rumtragen, das ist neu im Patriarchat, das gab es im Matriarchat nicht. Es gibt in dieser Denkwelt, alle Gefühle haben Raum, es muss nichts verborgen werden. Es gibt Kommunikationswerkzeuge, man hat viel gesprochen, um die Gewalt eben unten zu halten und Konflikte über das Gespräch, über den Ausgleich von Energie zu lösen. Hat man viel miteinander geredet und Ritual entwickelt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Na, der Kreis als das Mittel der Wahl. Das ist im Patriarchat nicht mehr so, es wird gedeckelt, unten gehalten. Und so entstehen Vaterbilder, die toxisch sind. Ja, ich werde in den nächsten Videos die einzelnen Aspekte vertiefen mit den Vaterbildern, die entstanden sind aus dieser patriarchalen Idee, die uns seit 6000 Jahren begleitet. Also der patriarchale Vater als Hausvater an der Spitze der Hierarchie, dem gehört alles. Ja, die Frauen, die Kinder, das Vieh und die Häuser, der mit Gewalt diese Struktur durchsetzt und der dabei sich selbst verletzt, der die Frauen verletzt, der die Kinder verletzt und letztlich zu einer Gesellschaft führt, wo alle mit einer seelischen Last herumlaufen. Das führt zu toxischen Vaterbildern, die sich immer weiterentwickelt haben. Und der Krieg als Kultur sozusagen sich bis in unsere heutige Zeit durchgesetzt hat. Und wir sind eingeladen zu gucken, woher kommt das? Na, ich habe es jetzt als Überblick dir rübergebracht. Und wie können wir mit diesem Erbe umgehen? Ja, wie können wir zurück zu dem Frieden finden, den wir ursprünglich alle in uns tragen? Ja, wie können wir in Kontakt zur Natur gehen, das Weibliche zulassen in uns allen und diesen etwas weicheren Umgang miteinander rekultivieren. Das ist ein Lernprojekt, das dauert Zeit. Ich kann nur sagen, ich bin seit vielen Jahren da dran, persönlich und beruflich. Und es braucht seine Zeit, bis diese alten Muster sich auflösen. Und viel Mitgefühl erstmal mit dir selber. Und aus dieser Dynamik heraus habe ich ein Versöhnungskonzept entwickelt, wo quasi meine persönliche Erfahrung mit dem verknüpft ist, was wir heute als Stand der Wissenschaft in Bibliotheken nachlesen können. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du in irgendeiner Form inspiriert oder berührt bist, dann lade ich dich ein, den Kanal zu abonnieren, damit die Idee sich verbreitet. Wenn du Begleitung möchtest, gibt es von meiner Seite Angebote für Online-Kurse und für Seminare, findest du wie gesagt auf meiner Seite. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Gute, hör auf dich, steh zu dir und folge deinem Ruf, dem Ruf deines Herzens. Mach's gut.